Du bist auf der Suche nach einem Produkt und möchtest so wenig Risiko wie möglich eingehen, weil du vielleicht gerade am Anfang deines Online-Geschäfts stehst. In diesem Video erfährst du, wo du namhafte Produkte kaufen kannst und diese erfolgreich wieder verkaufen kannst, mit einer sehr guten Marge, die du so nicht bekommst. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen und selbstständig werden, dann abonniere diesen Kanal, drücke die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ja, Freunde, dann lasst uns mal anschauen, wo bekommen wir denn jetzt Produkte her mit dem geringsten Risiko, das ihr haben könnt. Und ja, da habe ich auf jeden Fall was für euch vorbereitet. Ich befinde mich jetzt hier auf Amazon. Nein, hier kaufen wir die Produkte nicht ein, wobei man hier ab und zu auch super Angebote hat und Artikel direkt von Amazon kaufen kann und bei Amazon wieder verkaufen kann. Denn hier gibt es ja ab und zu mal auch coole Deals. Nein, wir schauen uns das Ganze hier an und zwar bei Galeria Karstadt Kaufhof. Kurz zu der Geschichte, es gab ja Galeria Kaufhof und Karstadt. Das ist ja so gesagt die eins der größten Handelsketten hier in Deutschland, Einzelhandelsketten. Und ja, dann ging Galeria Kaufhof pleite, Karstadt hat die übernommen und daraus wurde Galeria Karstadt Kaufhof. Aber auch die bangen derzeit um ihre Existenz und zwar viele kaufen natürlich online. Das Online-Geschäft wächst und wächst, darum solltest auch du dir überlegen, ob du hier einsteigst, denn es lohnt sich definitiv und wird sich in Zukunft immer noch mehr lohnen, Online-Dinge zu verkaufen. Das ganze Geschäft, wie gesagt, geht ins Online-Geschäft rüber. Deswegen auch Galeria Karstadt Kaufhof bangt derzeit um deren Existenz. Die haben auch ordentlich einen reinbekommen durch die Corona-Krise, wo ja viele Geschäfte lange Zeit geschlossen waren. Und was machen die jetzt? Die ballern ein Angebot und ein Sale-Aktion nach der anderen raus. Und bieten hier, wie ihr schon sehen könnt, 30% auf Bekleidung, Accessoires und Schuhe. Aber auch andere Aktionen haben die, regelmäßig haben die zum Beispiel 20% aufs ganze Sortiment. Und das Krasse ist, darin inbegriffen ist natürlich auch das Sale-Sortiment. Das heißt, Produkte, die schon im Sale sind, wenn wir mal schauen, hier unten Kleider 50% reduziert, 30% reduziert, darauf kommen noch 30% runter. Wie wir sehen, hier zum Beispiel auch Sommersale 20% auf Wäsche und Strümpfe. Ja, auch vielleicht für den einen oder anderen was privat, aber wir schauen uns heute mal an, was wir hier günstig kaufen können und bei Amazon beispielsweise, aber auch bei eBay wieder verkaufen können. Und ja, ihr müsst auf jeden Fall hier ein bisschen durchstöbern. Es ist wichtig, hier euch genau mit zu beschäftigen und Preise zu vergleichen. Denn nur so findet ihr das richtige Produkt, was günstig zu bekommen ist hier und dann teuer zu verkaufen ist. Ihr seht hier, die haben hier ganz viele Kategorien. Also das geht hier los mit für Damen, Herren, alles Mögliche. Dann Spielzeug, auch ein sehr wichtiger Punkt, ist derzeit nicht im Angebot, also ist derzeit kein Sale darauf, aber würde ich trotzdem mal schauen, eventuell findet sich da was, was man nachher mit den 20% berücksichtigen kann. Ab und zu haben die sogar Staffelpreise, das heißt ab 200 Euro gibt es dann vielleicht 20% oder 40 Euro Rabatt. Aber ich konzentriere mich da oft auf die 20%, weil da sind wirklich coole Sales zu bekommen und coole Schnäppchen zu machen. Dann des Weiteren, Kategorie, haben die zum Beispiel auch Küche, Haushalt, Möbeltechnik, ihr seht das Ganze hier. Ja? Derzeit, wie gesagt, auf Bekleidung, Accessoires und Schuhe auch und inklusive Sportartikel. Ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht und zwar seht ihr zum Beispiel hier eine Geldbörse von Guess, von der Marke Guess und ein Laufschuh von der Marke Essex. Die beiden habe ich rausgesucht und wir sehen gerade, das sind noch die normalen Preise von denen. Ja, und wir können gleich mal schauen, wie viel Abzug kriegen wir denn. Und zwar gebt ihr hier bei den Aktionscode den Code Galeria ein, wie ihr hier oben seht. Hier
Und dann bekommt ihr schon den rabattierten Preis und da seht ihr direkt, das springt um 30% runter. Übrigens, ab 49 Euro werden euch auch die Versandkosten erstattet. Das heißt, die 6 Euro Versandkosten werdet ihr auch in dem Fall sparen. So, schauen wir uns mal an, wie würden dieses Portemonnaie beispielsweise jetzt bei Amazon gelistet. Ihr könnt natürlich unter dem Namen suchen. Am besten würde ich in eurem Fall nach der EAN-Nummer suchen. Die findet ihr, wenn ihr in der Beschreibung ganz unten das Ganze aufklappt, die Details. Und dann gebt ihr das einfach in der Suchzeile direkt ein. Und da ist es. Genau das Portemonnaie wird hier bei Amazon für 48,05 € verkauft und hier nicht zu vergessen 10 Euro Versandkosten. In dem Fall heißt es, dass es aus dem Ausland kommt. Und wenn wir das Ganze uns mal anschauen, sind wir hier weit über 50 Euro im Verkauf und im Einkauf liegen wir hier bei 33 Euro. Das heißt, wir werden 20 Euro Marge etwa haben. Ja? Abzüglich aller Gebühren habt ihr hier 10 Euro, die ihr Gewinn machen könnt. Ja? Das ist für so einen kleinen Artikel nicht wenig. Das wissen die, die wirklich sich damit auskennen. 10 Euro pro verkauften Artikel an Gewinn ist sehr gut. Jetzt ist die Frage, werde ich den schnell verkaufen oder nicht? Man muss es halt ausprobieren, ja. Man kann natürlich über diese Sachen, über die Add-ons wie Helium 10 und so weiter, das Ganze tracken, wie oft wird denn dieses Portemonnaie verkauft und so weiter. Ich kann das derzeit nicht tun, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr das Ganze natürlich auch mit diesen Tools analysieren und schauen, ob sich dieser Artikel denn auch gut verkauft oder nicht. Aber, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ihr könnt hier quasi risikolos das Ganze ausprobieren. Warum? Denn Galeria Kaufhof, ihr kauft ja hier als normaler Kunde und verkauft das Ganze einfach weiter, wenn ihr natürlich auch gewerblich handeln tut. Und solltet ihr jetzt zum Beispiel diese Geldbörse kaufen und nicht verkaufen können, dann habt ihr natürlich das ganz normale Widerrufsrecht, ja? Und in dem Fall kostenlos könnt ihr sogar innerhalb von 14 Tagen diesen Artikel zurückschicken. Das heißt, wenn ihr diesen Artikel nicht verkauft, schickt ihr ihn einfach zurück und euch wird das Geld zurückerstattet. Somit habt ihr null Kosten gehabt und habt versucht, einen Artikel zu verkaufen. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, es ist mir zu umständlich hier hin und her, aber dann kauf woanders, ja, dann kauf die Artikel woanders, wo du nicht diese Möglichkeit hast, eine Rückgabe zu veranlassen, wenn der Artikel nicht läuft, ja. Und in dem Falle ist es wirklich top, da sich ein bisschen reinzutasten in dieses Geschäft, um wirklich hier ein bisschen auszuprobieren, ob ich den Sales mache mit einem bestimmten Artikel oder nicht. Wichtig ist natürlich auch noch dazu zu sagen, schaut euch die Artikel an. Markenartikel laufen sehr gut und guckt aber auch bei Markenartikeln, ob die frei verkäuflich sind. Denn manche Artikel sind natürlich nicht frei verkäuflich, aber das werdet ihr schnell sehen, wenn ihr das Ganze bei Amazon online stellen wollt, dass ihr diesen Artikel nicht online stellen könnt, weil ihr dazu nicht berechtigt seid. Ja, oder ihr braucht eine gewisse Erlaubnis dafür, die ihr so nicht habt. Ja. Deshalb vorher alles vergleichen und recherchieren und dann, wenn es frei verkäuflich ist, problemlos hier bei Galeria Kaufhof bestellen und weiterverkaufen. Schauen wir uns mal den Essex Laufschuh an. Und zwar kostet der hier 70 Euro oder 69,99 € und noch nicht abzüglich Rabatt. Abzüglich Rabatt haben wir den ja hier einmal abgezogen, kostet der 48,99 €. Hier habt ihr natürlich verschiedene Größen und wie ihr sehen könnt, haben die hier wirklich noch viele Größen vorrätig. Und ich glaube, ich habe jetzt den Schuh 44 Größe ausgewählt. Auch hier kopiert ihr die EAN-Nummer und fügt sie hier in die Suche bei Amazon ein. Und ihr seht hier, unglaublich, 102,45 € kostet der Schuh bei Amazon. Ja, nochmal zum Vergleich, genau der gleiche Schuh für 48,99 € und ich habe die Größe 44 auch ausgewählt. Wichtig ist natürlich auch anzuschauen, welche Konkurrenz habt ihr hier und wie viele bieten diesen Schuh beispielsweise an. Ja? Wenn zu viel Konkurrenz da ist, dann wird das ein ewiger Preiskampf, wo ihr vielleicht dann nichts mehr verdient und habt dann immer noch kein Risiko, dass ihr diesen Artikel zurückschickt, aber es war den Aufwand nicht wert. Und wir wollen ja erfolgreich verkaufen und in dem Falle müsst ihr das vorher ein bisschen analysieren.
Und wenn wir hier klicken auf Größe 44, bietet es nur ein Anbieter an und zwar für 102,45 €. Also unglaublich, wenn ihr da diesen Schuh für 99 Euro anbietet, was hier eigentlich so die Regel ist, wenn wir mal die anderen Schuhgrößen anschauen, dann habt ihr hier wirklich weit über 40 Euro Marge, die ihr hier bekommen könnt. Und so ein Laufschuh, der verkauft sich bestimmt nicht schlecht, muss man dazu sagen, ja. Und deshalb ist es lohnenswert und vielleicht überlegenswert, diesen Schuh auch anzubieten. Ihr habt natürlich, jetzt habe ich diese zwei gezeigt. Wenn jetzt alle, die meinen YouTube-Kanal schauen und mein Video angeschaut haben, sich auch diese Waren einkaufen und direkt anbieten, dann wird es eventuell problematisch für den anderen, weil dann die Konkurrenz da ist, jeder weiß, was er eingekauft hat und dann wird man sich runter. Das sollen nur Beispiele sein. Deshalb, also ihr werdet hier definitiv fündig und die haben hier wirklich eine Vielzahl an Artikeln, wo ihr wirklich Artikel günstig bekommen könnt und diese dann natürlich bei Amazon oder eBay weiterverkaufen könnt. Deshalb, es ist viel an Produkten da, deshalb wird hier auf jeden Fall man sich nicht in der Quere stehen, um hier ein paar Sachen gut und erfolgreich zu verkaufen mit einem guten Gewinn. Schaut euch das Ganze einfach an, stöbert ein bisschen durch und wie gesagt, wenn es sich nicht verkauft, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, einen Retoure wegzuschicken und diesen Kauf zu widerrufen. Wenn dir dieses Video hilfreich war und du da einen Mehrwert von mitnehmen konntest, dann freue ich mich, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst. Wenn du Fragen hast oder Anmerkungen oder vielleicht irgendwelche Tipps, die du uns auch geben kannst, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich werde auch Fragen so schnell wie möglich beantworten. Wenn dich solche Videos interessieren, dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal auch abonnierst und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Ich wünsche viel Erfolg beim Verkaufen und bis zum nächsten Video.